Da machen wir noch einen Tauchgang. Ich verstehe das Konzept des Spiels jetzt. Wir gehen nicht, es geht nicht wie bei anderen Tauchspielen oder das, was ich hoffte, immer größer und interessanter, sondern immer tiefer und hoffentlich vielleicht auch seltsamer und exotischer. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Schauen wir mal. Guess he doesn't want me to implode on the live stream. I do hope it's giant squid proof though. The mapping drone located a brine pool near where Andrea's family has been hunting. That is, before it went AWOL. Ready to die. I mean dive. Ja, es gibt halt einfach die Schultertastenfähigkeiten, bei manchen sind halt einfach schnell aufgeladen. Und ich weiß schon, das Schild bei Noelle braucht ewig, bis das wieder aufgeladen ist. Und bei Rätseln, die zeitintensiv sind, geht das eben nicht. Da hilft aber auch der Hauptcharakter auf Fels umgestellt nicht so super viel. Da muss man auch ihre Spezialfähigkeit teilweise aufladen, damit man ein bisschen mehr Reichweite hat und mehrere Schalter gleichzeitig treffen kann. Und ich weiß gar nicht, ob es einen Steinbogenschützen gibt, ehrlich gesagt. Glaub nicht. Ach so, bei dir ist es eh und Q am PC, klar. Die schnellere von den beiden halt. Welcome back, ocean friends. Tonight, I am deep. Midnight zone, no light from the surface. Oh, ich mach das Licht aus. Ist viel besser. We're using Andre's lure drone to mimic the Atolla jellyfish to lure large predators like the giant squid. It's certainly not all my tech. I'm bisschen Licht vielleicht doch. Don't forget our mission to the brine pools. Oh yes, Arena will fill you in on that later. Tiefsee ist schon spannend, ne? Das ist fast wie ein anderer Planet. Na, die Rippenquallen kennen wir schon von weiter oben. Fußballfisch. Oh Gott. Wirklich? Weil er wie so ein Nähte hat oder wie am Körper. Oh Gott. Ist das doof von mir aus. Dann heißt er im Deutschen halt Fußballfisch. Ich finde es cool, dass es auf dem Handy auch recht flüssig läuft, aber sobald der Kampf minimal anspruchsvoll wird, keine Chance, da einen Blumentopf mitzunehmen. Da mangelt es mir an Fingern auf dem Bildschirm. Auf der PS4 ist das auch so. Wenn man dann wirklich mal seine ganzen Kämpfer auspackt, alle ihre Spezialfähigkeit machen und überall Wirbelstürme und Elementareffekte sind, dann geht die Framerate da so in die Knie, ey. Da ist es wirklich krass. Ach so, aber zumindest von der Steuerung funktioniert schon okay, gut. Okay, Andre, how do I find the lure drone? Look for blinking red lights in the water column. Ein Gespensterfisch. What? Hat der leuchtende Augen? Ich würde den gern genauer ansehen, aber da ist das Spiel manchmal ein bisschen stur. Sieht auf jeden Fall gespenstisch aus. Na, gehen wir mal zu unserer seltsamen Drohne. Andre, have you done this before? I haven't, but others have. How long until we can expect the lure to attract a predator? It's hard to say. It's a big ocean. Patience, I would find some real Atolla jellyfish. I have a feedback system set up to improve the lure as you scan them. Of course you do. For those watching, we will be scanning these Atolla jellyfish to make sure Andre's lure matches the real thing. It does, but it can always be refined. Not much confidence in humanity, but plenty in himself. Got the jellyfish scans, though Andre doesn't need them. In truth, they should improve the lure. I would not waste your time. Getting a few impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed on Atolla jellyfish. They're right. Ein Riesenkalmar. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack.
in order to lure creatures big enough to eat their attacker. Might have some useful human applications. I think we need more Atolla scans to improve the lure. Das ist interessant, oder? Das ist cool. Die locken mit ihrem Licht quasi größere Raubtiere an, die ihre Raubtiere fressen. Cool. Das ist ziemlich clever. Aber wo ist der Giant Squid? Im Grunde sagen hier die Quallen, die quasi Beutetiere sind, wenn quasi Jäger kommen, die die Quallen mampfen wollen, sagen die zu den großen Riesensquid so, hey, guck mal, hier ist was, das du vielleicht essen willst. Und dann kommen die und sagen, danke fürs Bescheid sagen, nom 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 nom. Und die Qualle sagt, danke, dass du mein Raubtier weggegessen hast. Okay. Und alle sind glücklich, nur nicht der Räuber. I'm glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had the same for times like this. I'm not going to try my grandmother's accent on a live stream, but loosely translated, it means if you get bored waiting for a giant squid, you can always go to a brine pool. That's a pretty specific saying. Warum scannen und simulieren wir eigentlich diese Quallen hier, wenn hier sowieso Milliarden von diesen Quallen sind? Überall. Nice. That gave me a chill. Aber jetzt ist er schon wieder weg. Nicht wegschwimmen, Riesensquid. Wo ist er denn hin? I know how much you enjoyed that, but do you mind if we check out the brine pool before we check on our whale cam? If you insist, you got what you wanted. Wow, da war er gerade. Is that another one of your grandmother's sayings? Das ist schon cool. Hurry up and collect my specimens for me. What an expressive language. It's no giant squid, but I promise you, you won't have to wait to find it. At long last, welcome to the brine pool. I know it's really a salt lake under the ocean, but it looks more like a witch's brew. I have been teasing Arena, but a brine pool is a diverse microenvironment within the ocean. It has its own ecosystem. Each one is unique. So that means the microbiology is unique and could hold groundbreaking solutions to human problems. Each time I take new samples into a lab here on this ship, it's this magical discovery moment where I tingle all over. I fund my own research so I can pursue what I know to be important. And people ask me, how much money are you going to spend to collect some bacteria? That relieves even just a small amount of human suffering. How do you put a price on that? That is some giant squid. Huh? Welcher giant squid? Was? Sagen die Quallen, komm und friss es, oder haben sich die Squids angewöhnt, zu den Unterwasservögeln zu kommen, die wild rumblinken? Beides wahrscheinlich. Eine Kombination aus beidem. Das ist wieder ein Fußballfisch. Wenn ich das sage, muss ich gleich ein bisschen im Beckenbauer. Ja gut, in Beckenbauer-Sprech verfallen. So ein Fußballfisch, der ist schon ein ganz schöner Fisch. Ja gut. Schwimmen kann der auch. Gespenst.
Lobsterfisch. Marai, pushing you away point. Sperm whales are back on the hunt. Look for the drones. They will seek out the sound of the sperm whales and then idle nearby. We hope that today, Andrea's tech will make it possible to document how a sperm whale hunts the giant squid. Oh nein, haben wir den Giant Squid jetzt gerade in die Falle gelockt? Jetzt muss der Giant Squid Lichtsignale machen, um die Sperm Whale fressenden Riesen Giant Squids zu ködern. Oder so. Na, gar nicht so leicht. So, jetzt haben wir die Pottwale. Let's go tag some sperm whales so we can eavesdrop on their hunting. One of our viewers wants to know if there is a problem with the link since the waypoints keep appearing and disappearing. No problem. The drones are in stealth mode, so they will only track the whales by sound. I better swim fast. We'll keep good watch over you. Okay. Ach so, jetzt haben wir eine Kamera auf dem irgendwie installiert. Verrückt. Moment, aber das war's noch nicht. Mir wird der Marker... Ah, das verwirrt mich so, dass die Marker immer wieder ausfallen und wieder einsetzen. Aber anscheinend müssen wir noch mehr machen. Das war's noch nicht. Oder? Ich weiß jetzt auch nicht. Ich dachte, wir sind hier fertig. Ach so, jetzt sind wir fertig. Na gut, okay. Keine Ahnung. Das weiß ich. Okay. Ah! Na super. What just happened? I think the squid knocked the camera right off. I had that camera feed in full screen on my visor and for a second I thought it was lights out for me. Sounds like a good time for the sub to pick you up. Ende. Jetzt haben wir den Squid in den Tod gelockt, nur damit wir ein paar Audioaufnahmen machen können von Jagdgesängen der Wale. Ob es das wert war? Ob es das wert war? Ich weiß es nicht. Einsichten! Wie viel gibt's da eigentlich? Ach, gar nicht mehr so viel. Okay. Sound to whales is everything. It's their hands. Das haben wir schon mal gehört oder gelesen irgendwo. With the biggest brain on Earth. Das auch. Das auch. Das haben wir schon mal irgendwo gesehen oder gelesen oder gehört. They spend a lot of their time deep down. They're diving for an hour at a time in darkness. Just like a submarine is echolocating, they're kind of... They ping a signal out and then they wait for that signal to bounce off something. Die Fledermäuse der Meere. From that information, they could get an idea of what's there. They constantly click, and that click sometimes can be really loud, and you can feel it in your body. It's like going to a DJ and that feeling that bass. Once I had an experience with a sperm whale, it clicked, my ears almost like bounced back. It's really an amazing feeling, you know. You don't develop a huge, complicated brain if you're not using it. Whales have little channels of communicating where they could talk to each other hundreds of kilometers away using sound. Sperm whales make clicks in sort of rhythmic patterns that we call codas. Any family might have 20 to 25 different coda patterns that they use when they're having conversations with each other. And some of them are unique to different places in the world. In the Eastern Caribbean, they make a lot of what we call a 1+1+3. That sounds kind of like this. And that's only ever been recorded in the Caribbean. And it's been identical for the last 35 years.
These are really different ways of life that are being labeled by these coda patterns. In the same way that human language is kind of a shorthand for where you come from. You can make a lot of missteps when traveling simply by speaking incorrectly or introducing yourself differently. Do you hug? Do you shake hands? Do you bow? And a growing concern has to do with the noise that we're putting into the ocean. Everything we do impacts everything they're doing. The sound is causing high levels of stress in animals like this. No one wants to live at a rock concert. You can imagine trying to have your home inside an arena while some metal band is playing. And that's increasingly what the ocean feels like. Irina, since there's no dive today, I'm going to lose myself in the wet lab to work on those samples you sent up from the brine pool. Hey, have you listened to my daughter's track? Interesting, right? Mirai, remember the tag we found on the turtles? I put it out on the network and I got the strangest message back. I'm going to take a tender to a small island nearby and check it out. I'll explain everything later. Still no mapping drone, by the way. Hey, it's me. Nana didn't qualify for the study. Doctor says we missed the window. Whatever that means. Hard to tell what she remembers now. It's tough. Not sure my head's 100% there with school. Honestly, seems like a waste of money. Anyway, see you. Oh, was war denn das gerade? Da war gerade kurz das Bild von Tentakel. Ob es die heiligen Tentakel aus der Tiefe waren? Wer weiß. Ist die Zeit schon gekommen? Sind die da, um uns zu holen? Schwimmen! Day 13. We're in the Vents region without a map because of the lost drone. Diving blind, but I know these vents are important to Irina. We tracked a tag from our whale family here. I'm hoping it just fell off, as this would be an unusual place for a whale to be. Andre has the dive suit in safe mode, so I'll have restricted range. Oh god. Head south to find a clearing for the sub pickup. Nein. Check. Ready to dive. Nein, wenn jetzt dem Walkalb irgendwas passiert, dann höre ich auf mit dem Spiel. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das geht zu weit. Remember, no boys and no waypoints. I put a simple version of the mapping system on your Manta drone. Now we won't get your feed live, so we'll hear you, but won't see what you see. I really wish we hadn't lost that mapping drone. Relax. You know I've got this. Of course. But we'll keep unnecessary chatter to a minimum to help you focus. Roger that. No chit chat. Singing's okay though, right? Die schlafende Schlotte. Check. Wide berth on the live hydrothermal vents. Sorry. I thought my mic was muted. This is a dormant field. No live vents. Der Schlafhai. Der sieht gar nicht so aus, als würde er schlafen. Na gut. Wir müssen die schlafende Schlotte finden. Neither of you are gonna believe this. I think I found the mapping drone. Really? No way. Can you scan it to make sure? Habe ich schon. Scan confirms. I thought you programmed it to track the noise from the miners. I did. I definitely did. Maybe you never committed the change. You were pretty exhausted that night. Okay, this dive just keeps getting stranger. How hot did you say that water typically is in a live vent? Is that a joke? No joke. Well, we're down one drone, but discovered an unmapped vent system. Mirai, this is great. I truly believe that these systems are the key to understanding.
Thank you so much for doing the dive under these conditions. I know we're giving me the silent treatment, but I think I just discovered a new species of octopus. I'm not sure I can confirm that with just one scan. Sorry, didn't copy that. Actually, that might be the answer. What? To why the drone died. We were talking about the origins of life. My mind won't stop if it can't fit all the pieces together. The mapping drone may have cruised too close to the vent. It's got more delicate equipment on its underside that are not rated for anything close to that temperature. You sound almost pleased. Well, it's better to know the flaws so you can fix them. Eine sehr seltsame neue Spezies, die wir da entdeckt haben. Sehr ungewöhnliches Verhalten. Aber gut, lassen wir den neuen Squid mal Squid sein. Guck, sowas finde ich dann immer doof. Wenn das jetzt wirklich quasi... Also, vielleicht ist das ja wirklich eine kürzlich entdeckte Squid-Art. Kann ja sein. Vielleicht ist das ein Fantasie-Squid, den die da eingebaut haben in das Spiel. Gleichzeitig ist das Spiel voller Dokumentationsfetzen und will irgendwie Sachen beibringen. Aber dann hier so eine Komponente einbauen von wegen, hier, guck mal, Science-Fiction im Grunde, finde ich dann doof. Das zu kombinieren, ohne es klar zu kommunizieren, finde ich doof. Weil ich mir jetzt, bisher habe ich dem Spiel eigentlich geglaubt, was es mir in Informationen weitergibt. Aber jetzt weiß ich nicht, ist das wirklich eine kürzlich entdeckte Art, die die da eingebaut haben? Haben die sich den ausgedacht und ist das ein Fantasie-Squid? Was soll ich jetzt davon halten? Wie soll ich das einordnen? Das finde ich nicht gut, wenn solche Spiele sowas machen. Irina, did you expect volcanic activity here? Describe, please. Red, glowing, need more? Mirai, I would give that a very wide berth, like maybe from your sub. Aber ich finde das schon irgendwie cool und echt auch spannend und weird. Oh, Bohrköpfe. Durch diese Dunkelheit schwimmen, meinte ich. Das finde ich ziemlich cool. Illegale Unterwassergrabungen in der Tiefe. Oder sind die nur so tief gefallen? Auf jeden Fall zerstören die hier den Lebensraum. Wenn das Captain Planet erfährt, der macht euch fertig. Was soll ich machen? Da stehen immer Begriffe bei meinen Quests, die ich nicht kenne. Was ist eine Fluke? Und warum soll ich die scannen und... Was soll das? Oh mein Gott! Jeder einzelne von diesen Winden... Nee, warte. Oh! Nein! Ist jetzt wirklich tot, der Kleine? Ist das... Andrea? Und das ist nicht in Ordnung. Ich finde das nicht lustig. Verdammt nochmal. Scannen wir mal noch hier diese ganzen... Wie heißen die? Whale Fail. Ja, zumindest kann man ja quasi die ganzen Aasfresser der Meeresböden kennenlernen quasi. Aber komm schon. Muss das Spiel das unbedingt machen hier? Einen Wal töten. Ist die Realität nicht schrecklich genug? Muss das auch noch in diesen Spielen so? Ah, ich weiß schon, das soll ja wahrscheinlich auch einen pädagogischen Wert haben und so weiter. Aber mich muss man nicht mehr mit so schockierendem Content schockieren. So, was ist jetzt eine Fluke und wie zoom-scannen wir die?
In einem Disney-Spiel würden jetzt die Krabben anfangen, vom Kreislauf des Lebens zu scannen, ja. Singen. Ja, das stimmt. Fluke! Wer oder was oder wo bist du? Bist du die Fluke? Ich kann die halt nicht scannen. Falls es die Fluke wäre hier. Dieses Rohr. Da gibt es keinen Scanpunkt. Aber hier erscheint das Missionsziel immer in der Gegend. Ah, ich muss die andere, oder? Nee, warte mal. Das Sedimentrohr. Ich verstehe nicht, was los ist. Eine Fluke ist, glaube ich, die Schwanzflosse. Ah, muss ich von dem toten Walkalb die Schwanzflosse zoomscannen. Das könnte sein. Ah ja, hier erscheint das X. Vor lauter anderem Kleinzeug ist das gar nicht so leicht, die anzuvisieren. Danke für den Hinweis, sonst hätte ich die nie gefunden. And saying goodbye to a friend. Can you send the sub? Jetzt haben wir sie identifiziert. Ich meine, es wäre bei jedem anderen Walkalb genauso tragisch. Ich habe jetzt kein besonderes Verhältnis aufgebaut zu dieser Andrea da. Aber trotzdem. We watched the video log from your dive. I'm truly heartsick. I'm furious. Where should we start? The destroyed vent. I couldn't believe how badly the seabed was chewed up. Vents that might have had a fossil record dating back over a billion years. And microbial life that doesn't exist anywhere else on the planet. Who knows what cures we've lost. Your drone's a fallen hero, Andre. I think it spooked the miners before they did more damage. If you hadn't been willing to dive without a map, we would never have confirmed they were actively mining. Who gets the satisfaction of turning them in? We were debating that before you came on. So schnell wird ein Wal nicht gefressen. Vielleicht wurde der ja auch von den Abgrabegeräten schon so zugerichtet. Jetzt habe ich nicht zugehört. Aber wir tun es einfach gemeinsam. We should jointly report. It'll be stronger. Agreed. Agreed. Now tell us about the whale fall. Could you ID the whale? The whale fall was definitely from the baby's family. The tail fluke was intact enough to scan it. But you're sure it wasn't the mother? It wasn't the mother. The ID matched another whale we know from her family. Ach so, es ist ein anderer Wal, aber aus der gleichen Familie. Naja. But it was an older whale, so it could have been from natural causes. Ach so. Do you think there's any connection to the miners? They did plenty of damage, but I don't think the whale fall is on them. Na dann. Can't pull out anything from the scan log that might be worth investigating. Already have. Can you turn these into dive objectives? Right. Catch you in a bit. Dann ist alles gut. An Altersschwäche gestorben, höchstwahrscheinlich. Das geht ja noch. Da kann man nichts machen. Hey, ich glaube, wir haben das Spiel bald durchgespielt. Also beenden wir das heute im Stream und schauen uns jetzt mal noch die restlichen Doku-Segmente an.